Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Kanal. Wir sind immer noch bei Sera. Ich war ja im letzten Video schon in der Produktvorstellung mit dem Olli. Ja, und jetzt sind wir bei der Futterproduktion. Ich würde sagen, wir stehen hier schon ziemlich große Silos, wie man hier sieht. Da ist einiges eingelagert, ne? Oh ja. Insgesamt haben wir hier im Jahr einen Durchlauf von ca. 1300 Tonnen Rohstoffen. Die müssen natürlich irgendwo gelagert werden. Deswegen hier unter anderem diese großen Silos. In diesen Silos hier lagern wir unter anderem Fischmehl, Maismehl, Weizenmehl und auch Weizenkleber, dass wirklich uns nie ein Rohstoff ausgeht, dass wir rechtzeitig nachbestellen können. Wenn das eine Silo leer ist, wird es direkt ans nächste dran geklemmt. In der Zwischenzeit wird das nächste Silo wieder aufgefüllt. Also ja. Krass, also krasse Zahlen auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da rein. Es ist sehr, sehr laut da drin. Deswegen, wir hoffen, dass ihr uns versteht. Aber ich denke mal schon, wir haben es gerade ausprobiert. Müsste funktionieren. Ja. Dann zeig uns mal, wie das Futter angestellt wird. Gehen wir rein. Ups. So. Hier sind wir bei unseren Flockenwalzen. Gehen wir einfach mal hoch, schauen uns das aus der Nähe an. So, wir sind jetzt hier an der Maschine. Ja, hier sind wir an unserer großen Flockenwalze. Wir haben übrigens zwei Walzen, auch eine für Teichfutter, dass wir auch in der Teichsaison immer ordentlich Futtermengen vorrätig haben. Wie ihr hier seht, hier wird der heiße Futterbrei aufgetragen. Und das Ganze wird dünn auf einer Walze getrocknet. Wie ihr seht, ohne künstliche Farbstoffe, kein knallrotes Futter, was ja auch wirklich nicht notwendig ist. Denn der naturfrische Fisch ja auch nichts Knallrotes. Stimmt. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Station. Ja, sehr gerne. So, wir haben jetzt gerade hier oben gestanden. Und wie geht es von da aus dann weiter? Ja, die grob vorgebrochene Flocke wird jetzt hier mit Förderbändern nach oben transportiert. Ja. Kommt hier hinten in einen großen Mischer. In den da? Nein, da hinten, das ist das große Blech. Das große, das da? Moment. Große Blechtrommel. Ja, da rein. Wir können ja mal kurz hier aufs Förderband schauen. Es sind jetzt aber schon wieder mehrere Farben. Ja, oder? Ganz genau. Das Vipan besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Wir haben gerade nur die Produktion von einer Farbe sozusagen gesehen. Diese verschiedenen Farben werden hier oben gemischt, also hier in dieser großen Trommel gemischt. Hier regnet gerade Flocken. Okay. Und unser Flockengemisch wird dann mit diesem Förderband hier nach hier oben gebracht. Und hier ist eine Art Sieb, hier wird das Flockenfutter in verschiedene Größen sortiert. Okay. Wir haben ja Vipan nicht nur in einer Größe, wir haben ja Vipan Mini, unser normales Vipan, unser Vipan Großflocke. Das kommt quasi aus einer Mischung. Und wir sortieren uns einfach das aus, was wir brauchen. Und da schauen wir uns gerade noch mal kurz aus der Nähe an. Wie wir hier sehen, kommen hier alle drei Fraktionen auf einmal raus. Hier haben wir Vipan Mini, unser normales Vipan. Und rechts unser Vipan Großflocke. Okay. Das wird immer einzeln in Beutel verpackt und dann für die Abfüllung vorbereitet. Ah, okay. Und die Abfüllung schauen wir uns dann später an. So, jetzt geht's weiter zur nächsten Station und zum nächsten Futter. Ja, wir gehen jetzt zu unseren Extrudern. Wir haben insgesamt zwei Stück. In den Extrudern produzieren wir unter anderem Granulat, Sticks und so weiter, Wafer. Erstmal ganz kurz, was der Prozess hier ist. Ein bisschen anders wie bei der Flockenproduktion. Der Futterbrei enthält in diesem Fall Maisstärke. Der Futterbrei wird mit einem hohen Druck und hoher Temperatur zusammengepresst und dann schlagartig wird der Druck weggenommen und dann ploppt die Maisstärke auf wie Popcorn, wodurch wir ganz einfach eine viel bessere Verdaulichkeit auch von der Stärke und so weiter haben, wodurch wir einfach die Textur von Granulaten, Sticks und so weiter erreichen. Hier gibt es leider nicht zu viel zu sehen wie bei der Flocke, aber das, was wir sehen können, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja. Und hier kommt jetzt das Futter aus dem Extrudator, wird mit den Förderbändern weiter befördert in Big Packs und wird hier bis zur eigentlichen Abfüllung zwischengelagert. So, und jetzt sind wir, glaube ich, an der letzten Station vom Futter. Ja, wir sind jetzt hier an unserer Tablettenproduktion, Futtertabletten. Ich erkläre euch mal ganz kurz den Prozess vom Tablettenfutter. Feinzermahlenen Rohstoffe, die wir hier oben mischen.
kommen als feines Pulver in unsere Tabletiermaschinen. Das sind Maschinen aus der Pharmaindustrie. Hier arbeiten wir nicht mit Tontemperaturen, sondern einfach nur mit Druck. Die fein zermahlenen Bestandteile werden einfach unter hohem Druck zusammengepresst. Ja, und wie das Ganze aussieht, wenn die Tabletten hier ausgeworfen werden, seht ihr hier. Gut, wie viel produziert ihr da in der Stunde? So, wir sind jetzt ein Stockwerk weiter oben. Übrigens, die ausführlichen Videos zum Futter und zum Siporax findet ihr bei André und Kevin auf Akadiktet auf dem Kanal. Verlinke ich euch da oben, falls das Video schon online ist. Wenn nicht, nachträglich in der Videobeschreibung. Und ja, wie geht es jetzt hier weiter? Wir sind jetzt hier quasi in der Vorbereitung zur Abfüllung. Hier sehen wir zum Beispiel einen von den Big Bags, in denen unsere Extrudate abgefüllt werden. In dem Fall sind das jetzt hier unsere Core Energy Sticks. Wir machen uns hier einfach die Schwerkraft zunutze. Wir befinden uns in der Höhe ein Stockwerk über der eigentlichen Abfüllung. Und das Ganze wird dann von hier oben direkt auf die einzelnen Abfüllstraßen runter befördert. Und das schauen wir uns dann gleich vor Ort an. Gut, gehen wir runter. So, und jetzt kommen wir zur letzten Station vom Futter. Ganz genau, abgesehen von der Qualitätsprüfung im Labor, war es das dann. Wir kommen jetzt hier in die Abfüllung. Es wird etwas lauter. Soll wieder ein bisschen lauter reden? Ich gebe mir Mühe. So, jetzt befinden wir uns genau eine Etage unter dem, was wir gerade gesehen haben. Hier sind unsere Produktionslinien. Vielleicht können wir uns einfach mal hier in dem konkreten Fall die Abfüllung anschauen. Das Futter läuft dann da, fällt dann da runter, fällt hier rein oder wie? Wird dann da abgewogen? Ganz genau, es wird abgewogen, muss hier abgewogen werden. Es wird nie weniger drin sein als deklariert, im Zweifelsfall eher mehr. Und wird dann hier portionsweise abgefüllt. Okay. Ah, jetzt geht weiter mit der Abfüllung. Sie sehen ja schön hier oben in der Klappe, wie da jeweils eine einzelne Portion reinkommt. Ja. Dann geht's hier weiter. Als nächstes wird das Ganze versiegelt mit einer Folie. Dann geht's weiter in der Produktionsstraße und es kommen vollautomatisch die Deckel auf die Gebinde drauf, wie man hier schön sieht. Ja, und letztendlich wird das Ganze hier etikettiert. Ihr müsst ja bedenken, dass wir international liefern, nicht nur den deutschen Markt. Dementsprechend haben wir auch ganz viele verschiedene Sprachversionen für unsere Etiketten auf Vorrat. Okay. Ja, hier wird unsere Verpackungseinheit von jeweils 6 Dosen verschweißt und kann dann anschließend auf Kartons gepackt und dann verladen werden. Dann geht's aber in den Handel. Nach der Qualitätsprüfung natürlich. Bei uns lässt kein Produkt ungeprüft das Haus. Ah, okay. Sicherheit geht vor.
Hallo. Sind wir im Labor. Schauen wir uns doch mal ganz kurz den kleinen Überblick an, wie das so aussieht. Über die einzelnen Analyseschritte kann ich euch natürlich auch nichts sagen, aber es reicht zumindest, um sich einen groben Überblick über unser Labor zu bekommen. Wir machen hier Wareneingangskontrollen. Hier seht ihr hier Qualitätsanalysen von unserem Futter. Futter muss natürlich permanent der Qualität gesichert werden, was natürlich nur geht, wenn man hier kontinuierlich alle Prozesse überwacht. Okay. Wareneingang und Warenausgang. Hier ist gerade was in der Mische. Da kann ich euch zumindest sagen, das ist eine Titration, aber was hier gerade titriert wird, kann ich euch leider nicht verraten. Okay. Standardlösung zur Überprüfung. Achso, das sind die Tests. Ganz genau. Der Testkoffer. Auch unsere Tests, wir produzieren unsere Tests ja alle selber. Sämtliche Prüflüssigkeiten werden hier im Hause hergestellt und auch diese müssen natürlich permanent kontrolliert werden. Und das wird hier gemacht? Ganz genau. Da sehe ich gerade ein paar Aquariendurchscheine. Dürfen wir da auch rein oder ist das streng geheim? Nein, streng geheim ist es natürlich nicht. Wir haben natürlich auch immer bei uns ein paar Fische. Also die haben hier eigentlich das beste Leben, ne? In der Tat, wie Gott in Frankreich. Natürlich haben wir nicht nur Fische, wir haben auch ein paar Schildkröten hier. Wie ihr seht, eine relativ große, großräumige Schildkrötenanlage, auch wenn sie gerade alle abgetaucht sind. Ach, da unten sind sie? Ja. Was sind das für Schildkröten? Das müssten Gelbwangen sein. Ah, ja, stimmt, doch, man sieht's. Tracheemis crypta. Und hier können wir natürlich auch unsere Technikprodukte in einem Dauertest unterziehen, seien es Filter und so weiter. Hier haben wir ein Pärchen Iguana drin. Echt, wo sind die? Ah, da oben. Da ist das Männchen, auf der rechten Seite ist das Weibchen. Das Weibchen versteckt sich momentan ein bisschen. Er ist gerade in Paarungslaune. Und die hat keinen Bock? Offensichtlich nicht, ja. Ah, und hier eine klassische Verkaufsanlage, ne? Ganz genau. Ja. Reicht für unsere Zwecke. Und wenn ihr hier schaut, hier haben wir zum Beispiel jetzt unsere Filter im Dauereinsatz. Dass wir einfach unsere Technikprodukte auch mal 2 oder 3 Jahre durchlaufen können. Nicht nur in leeren Becken, sondern hier drüben eben auch im Becken mit Fischen. Okay. Dünger wahrscheinlich auch im Test, ne? Nein, hier machen wir keine Pflanzendüngertests. In so einem Becken ließ sich natürlich auch kein standardisierter Test durchführen. Wenn wir solche Tests machen für Pflanzen, dann natürlich auch in den einzelnen Becken, dass man wirklich unter kontrollierten Bedingungen verschiedene Situationen simulieren kann. Sei es Beleuchtung oder sei es Licht, sei es Dünger selbst. Okay. Also ich meine jetzt diese Becken. Ach so. Dass du wirklich sagen kannst, in diesem Becken dosiere ich den Dünger, dann verändere ich was in der Komponente und mache es mit dem Becken. Dann hast du ansonsten gleiche Temperatur, alles andere ist identisch und dann kannst du wirklich gucken, was den Ausschlag macht. Ah, okay. Das ist dann so das Geheimnis. Alles standardisieren und nur den einzelnen Faktoren ändern, um dann zu gucken, was bringt jetzt wirklich den Erfolg, welche Änderung. So, nach der Futterproduktion schauen wir uns jetzt an, wie Siporax hergestellt wird. Die meisten von euch werden ja Siporax kennen als Filtermedium. Und wie dieses Siporax überhaupt hergestellt wird, das schauen wir uns nun an. Die einzelnen Rohstoffe für unser Siporax werden zusammengemischt, werden auch hier wieder mit Druck zusammengepresst. Und diese zusammengepressten Rohlinge werden nun von uns gebrannt. Habe ich gesehen, ist hier auch noch mal, das ist auch nochmal Siporax, ne? Ja genau, hier haben wir jetzt Siporax Mini, wir haben ja nicht nur unser normales Siporax. Wir haben Siporax Pond, extra große Ringe für den Teich, Siporax Mini. Und auch unser Florekraut wird hier produziert, das wissen wir auch im Bodensubstrat fürs Aquarium. Wenn ihr hier seht, wir haben ja momentan 3 Kollegen im Einsatz, plus die hohe Energiemenge, um das Ganze zu heizen. Erklärt sich dadurch natürlich auch dieser nach wie vor relativ hohe Preis für Siporax. Das ist leider so ein gewisses Limit. Viel günstiger geht es einfach nicht. Gerade jetzt bei den steigenden Energiepreisen. Ist aber auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, leider. Ist so. Gut. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja. Hier haben wir unsere Brennöfen und das Siporax wird ja wirklich im Schneckentempo durch den Ofen durchbefördert. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal vom Ende an. Hier kommt jetzt das fertige Siporax aus dem Ofen raus. Aufpassen, es ist sehr heiß. Man hört, es knackt dann auch so ein bisschen, ne? Wenn ihr hinschaut, seht auch, dass sich die Farbe ein bisschen verändert hat. Die Rohlinge waren noch wirklich strahlend weiß. Stimmt, ja. Die sind dann haben zumindest einen leicht gräulichen Farbton. Aber das ist noch nicht das Ende der Siporax-Produktion. Denn bevor das Ganze abgefüllt und in den Handel gehen kann, muss das Ganze nochmal gewaschen werden. Wird es danach getrocknet und dann erst abgefüllt. Und das schauen wir uns jetzt an. Hier sind wir an unserer Siporax-Waschanlage. Insgesamt wird das Siporax hier in 4 Schritten gereinigt. Vielleicht kann der Kollege uns gerade zeigen, wie das Ganze in die Waschanlage eingefüllt wird. Also das ist jetzt das frisch gebrannte. Genau, natürlich abgekühlt. Ja. Aber so, wie es aus dem Ofen rausgekommen ist.
Hier sehen wir jetzt, wie das bereits getrocknete, wir trocknen das Ganze in Zentrifugen, Siporax, in die Großgebinde, in die Kartons für den Handel abgefüllt wird. Das Ganze steht natürlich auf einer Waage, damit auch wirklich das drin ist, was drin sein muss. Wir arbeiten hier nicht nur nach Augenmaß. Ja. Aktuell befinden wir uns jetzt in unserem Lager, unser Lagerbestand. Lasst uns einfach mal ein bisschen durch die Regale laufen, dass ihr euch mal eine Vorstellung von den Dimensionen hier bei uns machen könnt. Das ist ein bisschen was. Ja. Da werden einige Fische von satt, würde ich sagen. Alles fertig produzierte Ware, die auf den Versand wartet. Hier steht einiges rum. Ja, und wir sind hier nur in einem kleinen Teil des Lagers. Also wir haben hier noch erheblich mehr Lagerfläche. Wir haben hier mehrere tausend, ich glaube sogar eine fünfstellige Anzahl an Palettenstellplätzen. Da könnt ihr euch vorstellen, was für ein Volumen an Waren hier permanent lagert. Und ihr liefert in die ganze Welt, ne? Wir liefern wirklich weltweit. Das weiteste, was ich selber so auf dem Schirm habe, ist Neukaledonien, also noch irgendwo hinter Australien. Nordamerika, Südamerika, Asien, überall, Europa mehr oder weniger komplett. Ja, selbst in Afrika haben wir die eine oder andere Destination. Okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr hier? Hier in Heinsberg am Standort haben wir etwas über 200 Mitarbeiter. Wenn man noch den Außendienst und so weiter zusammenzählt, kommen wir auf plus minus 250 Mitarbeiter. Jetzt sehe ich hier, stehen hier auch wieder Aquarien. Ich glaube, das haben wir im letzten Video vergessen, zum Thema Dropshipping bei euch was zu sagen. Das ist nämlich gut, auch gut, dass du mich dran erinnerst. Exklusiv bei euch, ne? Ja, in der Tat. Ich habe euch ja auch gestern erzählt, dass wir den Pet Award für unser Dropshipping-Konzept bekommen haben. Ihr könnt euch bei uns euer Aquatank oder euer Skaper Cube individuell zusammenstellen. Ihr entscheidet euch für eine entsprechende Schrankhöhe, eine Farbe des Unterschrankes, die Beckengröße und könnt euch nach Zubehör dementsprechend aussuchen, wie ihr das Ganze haben möchtet. Bestellt das bei eurem Fachhändler und jetzt kommt der Clou. Ihr müsst das fertige Becken nicht im Fachhändler abholen lassen, sondern ihr bekommt es direkt bei euch vor die Haustür geliefert. Und die individuelle Konfiguration, wie ihr es euch zusammengestellt habt, wird hier an dieser Stelle zusammengepackt. Die Kollegen sind leider gerade in der Mittagspause. Ist nicht schlimm. Aber sie seien gegönnt, haben sie sich wohl verdient. Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Konzept. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, ist bestimmt auf eurem Kanal demnächst auch wieder. Ganz genau. Auch mal mit dir was wir werden demnächst bald Content zum Thema Dropshipping-Konzept liefern. Ja, der Kanal von Sera ist hier oben verlinkt. Könnt ihr mal abchecken. Abonnieren auf jeden Fall. Auf jeden Fall besucht uns. Das Studio schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Aber auf jeden Fall sehenswert, ja. Ja. Gut. Jetzt. Okay, jetzt gehen wir weiter in den Versand. Genau. Dass ihr einfach mal seht, was passiert mit eurer Ware, bevor sie bei euch ankommt, beziehungsweise beim Händler landet. Ich habe euch ja schon gesagt, dass wir international liefern. Wenn wir hier zum Beispiel diese ganze Reihe an Paletten sehen, das ist Teil einer Lieferung, die in nächster Zeit per Container in die USA verschifft wird. Okay, das ist einiges. Wie oft verschickt ihr so einen Container in die USA jetzt zum Beispiel? Zu den USA kann ich es dir im konkreten Fall jetzt nicht sagen, aber unser Haus verlassen im Schnitt 30 bis 50 Container im Monat. Okay. Also es ist schon einiges, was hier rausgeht. Wir können uns hier drüben noch mal ein paar andere Paletten anschauen, die hier rausgehen. Hier haben wir zum Beispiel eine Lieferung, die in die Vereinigten Arabischen Emirate geht. Okay. Auch unsere skandinavischen Nachbarn, Norwegen, Schweden. Mhm. Und hier drüben haben wir vorhin schon entdeckt, stehen noch ein paar Paletten, die nach Indien gehen werden. Nach Indien, ja. Was jetzt ja auch nicht gerade direkt um die Ecke ist. Nee, nicht wirklich. Und das Ganze wird dann hier eingeladen. Ganz genau, hier sehen wir ja, wie diese Ware verschickt wird. Das ist ein LKW oder das ist ein Container? Das ist jetzt in dem Fall allerdings eine Anlieferung und keine Auslieferung. Das ist jetzt gerade umgekehrt. Egal, wir tun einfach so, als wäre es ein Spaß. Aber so wird das. Genau, hier werden an diesen Rampen werden normalerweise die Container beladen. Okay. Und die gehen dann weltweit. Ja. Ja. Dann sind wir jetzt mit der Führung eigentlich schon fast durch, ne? Wir können noch dorthin gehen, wo die Sendungen für zum Beispiel für Deutschland fertig gemacht werden. Ach so. Denn der deutsche Zoofachhändler wird natürlich keinen ganzen Container bestellen, der bekommt seine individuelle Bestellung Freihaus geliefert. Ah ja, okay. Und das schauen wir uns gerade noch mal ganz schnell an, gut, dann wie die Pakete dort rausgehen. Laufen wir da erstmal rüber. In der Tat, bis gleich. Gut, dann sind wir jetzt an der letzten Station. Ja, hier befinden wir uns in unserem Pick-and-Pack-Bereich, wo zum Beispiel auch die Sendungen für unsere deutschen Zoofachhändler zusammengestellt werden. Die Kollegen hier tragen in den Regalen, aus den Regalen alles zusammen, was benötigt wird. Hier werden die Pakete fertig gepackt und geht dann anschließend in den Versand. Normalerweise ist es bei uns Anspruch, der Zoofachhändler schickt uns vormittags seine Bestellung und nachmittags geht die Bestellung noch raus. So, dann sind wir jetzt durch mit unserer Tour. Wir gehen jetzt nochmal hoch zu euch ins Studio. So, jetzt sind wir am letzten Part. Jetzt sind wir im Studio. Ist wahrscheinlich gerade, ja, ist schon wieder in Beschlag genommen von Aquadicted. So sieht das bei Aquadicted hinter der Kamera aus. Gut sieht es hinter der Kamera aus, gell? Ja, sehr gut. Aber wir werden hier auf jeden Fall auch noch ein Video drehen. Das seht ihr dann mal Sera auf dem Kanal. Ganz genau, besucht uns. Genau, verlinke ich euch hier oben, das ist in der Videobeschreibung. Und ja, wir verabschieden uns. War schön, dass ihr dabei wart. Ja, hat mich auch gefreut, dass ich hier sein durfte. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut bei Sera vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Bis wieder mal, tschüss. Ciao.